Hallo und herzlich willkommen zum Fußballmanager oder Footballmanager aus dem Hause Sega. 2016er Version. Wir nehmen das normal. Bevor wir losgehen, zeige ich euch erstmal Magic. Mit zwei Klicks kann man komplett eine neue Sprache lernen. Drei Klicks zum deutschen Komplettprogramm. Das ist doch was Überraschendes. So, ich begrüße euch. Wir spielen den Fußballmanager. Geplant ist das Let's Play als erstmal nur durch eine Saison. Mit allem drum und dran. Eventuell ein bisschen eher vorbei, wenn ich entlassen werde. Manchmal ein bisschen später vorbei, wenn es besser läuft und Spaß macht. So, wir nehmen das offizielle Winter-Update. Funktioniert das Ganze überhaupt? Ja. Ja, ich habe alle Editor-Datensätze aktiviert, aber die zeige ich euch direkt. So, die ganzen Dateien, die kommen alle vom Meistertrainer-Forum der deutschen Football-Manager-Community. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen nennen, der hier dran beteiligt war. Also Game Crushers, Missing Players in Staff Oberliga von User Game Crusher. Die Mediadatei, glaube ich, vom Administrator Octavianus. Korrekturen und Missing Player, glaube ich, auch von Game Crusher. Dann die Fake LNC ist im Hintergrund natürlich auch aktiv, damit die Spieler und die Vereine ihre langen Namen bekommen. Also nicht nur Bayern da steht, sondern FC Bayern München. Und die deutsche Nationalmannschaft aus echten deutschen Nationalspielern besteht. Das gibt nämlich sonst Lizenzprobleme, so wir lassen alles bestätigt. Die Mediadatei baut uns echte Journalisten, echte Presseerzeugnisse ein. Ja, und das andere ist dafür da, dass wir unterhalb der dritten Liga in Deutschland trotzdem die Teams und die Ligen spielbar gestaltet haben. Ja, zur Sprachdatei, also da kann ich jetzt nicht jeden Einzelnen loben, der dafür dabei war. Das sind einfach zu viele Leute. Das würde die ganze Folge alleine sprengen. Man muss sich halt mal vorstellen, diese Leute stecken viel ihrer Freizeit rein, um so eine Datei zu erstellen, werden dafür nicht bezahlt. Also man kann das eigentlich nicht hoch genug loben. Das ist einfach atemberaubend. Deshalb, ja, vielen Dank dafür. Also man sieht, dass das eine extrem gute Community ist. Der Zusammenhalt untereinander, die Zusammenarbeit ist alles perfekt. Also Meistertrainer-Forum, ich werde das bestimmt verlinken in der Datei, kann man nichts falsch machen, wenn man da sich mal was anschaut. Im Hintergrund läuft das RPG-Radio. Also es ist ein Online-Radio, was halt nur Rollenspiel-Themes spielt. Ich werde das mal im Hintergrund laufen lassen. Wenn das dann Copyright-Beschwerden gibt, machen wir beim nächsten Mal entweder was anderes oder gar nichts mehr. Ja, ich denke mal, das war genug der Vorrede. Weiß ich gar nicht, ob der Mauszeiger mit aufgenommen wird. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, eigentlich ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt immer noch. So, also wir aktivieren als Länder. Es gibt die Möglichkeit spielbar und betrachtbar. Betrachtbar wird simuliert, kann ich aber keine Teams übernehmen. Spielbar kann ich die Teams übernehmen. Deutschland natürlich. England, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Spanien, die Türkei, Brasilien und die MLS. Die werden natürlich jetzt nicht alle spielbar gemacht, aber auf jeden Fall nehmen wir die erstmal mit. So, die tiefste Liga in Deutschland nehmen wir wirklich die Verbandsliga, also die sechste Liga. Brasilien die Liga A, aber Brasilien spielen wir nicht, Brasilien immer nur als betrachtbar. England ist die tiefste Liga, die League 2. England lassen wir mal spielbar. Frankreich niedrigste Liga, Ligue 2. Spielen wir nicht, Griechenland spielen wir auch nicht. Also wir spielen Italien, lassen wir uns offen. Dann gehen wir mal bis zur dritten Liga runter. Niederlande spielen wir nicht. Nehmen wir ruhig die zweite Liga. Wenn es so betrachtbar ist, frisst nicht so viel Rechnerleistung. Österreich dasselbe. Jetzt habe ich die Schweiz vergessen. Glaube ich nochmal zurück. Ja, los. Ach so. Ich hätte nicht auf den Zurückknopf drücken sollen, sondern auf den anderen. Ich denke, wir werden es verkraften. Na, jetzt habe ich natürlich wieder hier nichts aktiviert. Also Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Polen, Spanien, die Schweiz,
die Türkei, Brasilien und die USA. Lass mal alles auf betrachtbar setzen, was wir nicht nehmen. Nach Frankreich lassen wir uns mal offen. Im Hintergrund das Genova Scene von Final Fantasy VII. Also es kann auch das Genova Battle Scene sein, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht geguckt, ist auch wurscht. Also der Football Manager, ich habe auch hoffentlich die Grafiken eingefügt von den Spielern, also Spielerbilder, die normalerweise durch Lizenzprobleme hier drin nicht aufgeführt werden dürfen. Werden wir mal sehen, ob das funktioniert hat. Ich habe jetzt einfach den Ordner vom 15er hier reinkopiert in den Graphics-Ordner vom Football Manager 16. Ja, und wenn es geklappt hat, freue ich mich. Und wenn nicht, haben wir halt Pech. Aber wie ich wahrscheinlich noch oft in diesem Let's Play sagen werde, so spielt das Leben. Mal verlierst du und mal gewinnen die anderen. So, jetzt nehmen wir mal ein Startdatum. Wir nehmen mal eins, wo wir eine frühere Vorbereitung haben. 25.06. 15.07. oder 1.08. Ich würde mal sagen, wir nehmen die ganze Vorbereitung mit. Deutschland ist der früheste Zeitpunkt 25.06. Wir werden zwar in Deutschland spielen, aber wir können natürlich jetzt ein anderes Startdatum nehmen. Und damit uns mehr Vorbereitungszeit erlangen. So, was haben wir hier? 11.07. Nee, 1.07. 10.07. 19.06. Also Polen wäre schon mal eine Woche mehr Zeit. Schweiz wäre 6.06. Das ist doch eine vernünftige Sache. 25.06. können wir eigentlich lassen. Datenbankgröße, wir machen mal die große Datenbank. Spiel starten. Jetzt wird die Datenbank erstellt. Das dürfte normalerweise jetzt nicht so lange dauern, weil wir nicht so viele Sachen aktiv haben. So, wir werden die Spiele nur auf den umfassenden Modus gucken, also nur die Schlüsselszenen. Nicht auf dem umfassenden Modus, sondern nur die Schlüsselszenen. Da gehen die Spieler halt schneller voran. Ansonsten werde ich versuchen, so viel wie möglich zu erklären, was ich nebenbei mache. Wer das hier guckt, der den Fußballmanager kennt, der weiß, dass sehr viele Zahlen uns erwarten und sehr viele Tabellen und Listen. Ich habe auch versucht, mir schon ein paar Views zu downloaden. Das heißt, wenn ich mir meine Spielerkarte angucke, dass ich dann ja, also direkt die Attribute sehe, die ich brauche oder die Scouting-Berichte. Die Position, das Alter, die Vertragsdetails, was auch immer gerade wichtig ist, die Moral. Und beim Spieler suche, dass ich da auch alles soweit sehe, wie ich es brauche. Aber das werden wir sehen. Und dann, ich habe zwar eine Taktik noch im Taktikordner gehabt, aber da werde ich erstmal gucken, ob ich die überhaupt verwenden kann. Erstmal, ich habe eine noch vom 16er, die habe ich mal ganz am Anfang in der Demo noch erbaut und dann habe ich noch eine vom 15er. Ich glaube, gucken, wenn wir die vom 15er einbauen können, das war eine ziemlich gute Taktik, dann wäre das ganz gut. Wenn wir die nicht einbauen können, müssen wir entweder die andere vom 16er probieren oder wir werden uns eine ganze Folge damit befassen, hier eine neue Taktik zu bauen. Wobei ich eigentlich meine Erfolgstaktiken gerne weiterverwende und nicht jedes Mal eine neue Taktik baue. Ich mache es nicht wie richtige Trainer, ich passe nicht mein Vorgehen dem Spielermaterial an, sondern ich passe mein Spielermaterial dem Vorgehen an. Aber jetzt in der ersten Transferphase vor Beginn der Saison haben wir sowieso nicht so viele Möglichkeiten, den ganzen Kader auszutauschen. Habe ich auch gar nicht vor. Ich habe jetzt 2 bis 3 Vereine im Hinterkopf, die wir nehmen werden. Also entweder RB Leipzig, zweite Liga, Aufstiegskampf, der mit Abstand besten Kader der Liga. Oder, wen habe ich mir noch überlegt, in der ersten Liga hätte ich zur Verfügung, beziehungsweise hätte ich mir gedacht, Borussia Mönchengladbach. Das wäre natürlich, wenn wir mit dem starten und nur eine Saison spielen, hätten wir damit natürlich direkt die Chance auf ganz viel Erfolg. Starten in der Champions League, haben einen guten Kader, während wir bei Leipzig halt das Beste wäre der Aufstieg. Da habe ich noch irgendwas aus der dritten Liga überlegt. Also mein Herzensverein Energie Cottbus nehmen wir nicht. Obwohl, wenn ich gerade überlege, warum eigentlich nicht?
Also ich werde mal gucken, was da die Vorstandsvorgabe ist. Wenn wir jetzt mit Cottbus starten und der Vorstand fordert, dass wir aufsteigen, werde ich einen direkten neuen Trainer erstellen, denn das wird nicht funktionieren. Wenn der Vorstand verlangt, dass wir das Mittelfeld erreichen, können wir das gerne mal angehen. Wenn der Vorstand verlangt, dass wir den Klassenerhalt schaffen, sollten wir das schaffen, auch wenn es in echt nicht gelungen ist. So, normalerweise heiße ich immer Omega Weapon, wenn ich mich in so, als Manager erstelle. Jetzt benenne ich mich mal eher nach meinem Accountnamen, nämlich Cloud Saving. Geschlecht männlich, Geburtsdatum. Nehmen wir mal das jüngstmögliche, 31. Dezember 1995. Zu Spielbeginn noch nicht volljährig. Nationalität Deutsch, als zweites nehme ich Englisch. Damit die Spieler mich besser verstehen, Geburtsort. Ja, wenn ich ein Cottbus Trainer bin, kann ich auch Geburtsort Cottbus nehmen. Also dann gibt es hier gar nicht, aber gibt es doch. Andere Sprachkenntnisse. Ja, ich kann auch Afrikanisch. Und was gibt es hier noch? Amharisch kann ich auch. Und Bahasa Kalimantan, da spreche ich fließend. So, Passwort brauchen wir nicht. Ich rede mich an als Cloud Saving oder als Saving Cloud. Ne, Cloud Saving ist besser. Was hier kümmere ich mich eigentlich überhaupt nicht. Ne, dann ist das erste schon das Beste. Vorlieben. Lieblingsteam. Deutschland. Das ist jetzt sogar ehrlich gesagt mein Lieblingsteam, der FC Energie Cottbus. Man sieht, die langen Namen funktionieren, sonst hätte da nur Cottbus gestanden. Weitere Lieblingsteams. Dann nehmen wir mal der Realität entsprechend ein weiteres Lieblingsteam. Von mir ist der SC Freiburg. Und dritte Liga, der FC Hansa Rostock. Und Manchester United. Wählen Sie eine Formation, das machen wir jetzt gar nicht. Social Networks, ne, brauchen wir nicht. Das können wir so lassen. Wir nehmen den FC Energie Cottbus. Wir haben natürlich die Fußballlehrer-Lizenz, wir sind einer der Top-Trainer. Erfahrung sind wir Nationalspieler. Das macht uns das Ganze ein bisschen leichter, dass wir nicht so schnell entlassen werden, weil die Spieler mehr Achtung vor uns haben. Dafür sind natürlich auch die Erwartungen an uns höher. Was wäre denn basierend auf dem FC Energie Cottbus? Profi? Nee. Cottbus A-Lizenz, ich glaube in der dritten Liga braucht man glaube ich nicht den Fußballlehrerschein. So, setzen wir uns lieber in den mentalen. Setzen wir uns lieber in die mentalen Attribute nach oben oder lieber in den physischen und Traineraspekten? Ich würde eher so ein Freund der Traineraspekte. Dann nehmen wir mal das mittlere Ding. Wir können uns ja neue Trainer schaffen. So, ich kann hier Punkte weggeben. Hier drüben kann ich die gar nicht geben. Aha. Sehr interessant. So. Nehmen wir mal Torhüter-Training, das kann ruhig mein Torwarttrainer machen, die können wir ruhig woanders vergeben. Zum Beispiel im taktischen Bereich. Und auch in der Arbeit mit jungen Spielern. Lasst die Spiele beginnen. Wenn jetzt verlangt wird, dass wir die Meisterschaft holen, werden wir einen neuen Trainer machen. So speichern wir das mal als FCE. Erstmal lokal, offscreen speichere ich dann vielleicht in der Cloud. Also in mir selbst werde ich dann ein Cloud Saving vornehmen. Prost. So. Also in der Folge werden wir wahrscheinlich noch kein Spiel machen. Saving übernimmt den FC Energie Cottbus. Also ich werde nicht jede Nachricht vorlesen, das sollte, denke ich, mal klar sein. Gucken wir erstmal, was verlangt wird. Am Meeting teilnehmen. Lassen wir die Sitzung beginnen. Ist seit einiger Zeit im Geschäft. Natürlich, die Vereinsgeschichte, ja, die kann ich wahrscheinlich
lesen, aber wir wollen erstmal keine Philosophie. Ja, eine Pressekonferenz können wir gerne machen. So, ich krieg das immer so schnell weg, wenn ihr natürlich lesen wollt, was hier ist. Jetzt werden wir das Video anhalten und ich werde mich bemühen, das jetzt nicht mehr so schnell wegzuklicken. Michael Bauer, Ihr Co-Trainer. Die Zusammenfassung gerne. Meeting mit dem restlichen Stab machen wir natürlich auch. Rückmeldung des Trainerstabs. Alle 14 Tage wäre in Ordnung. Das gucken wir uns gleich mal. Hoffentlich habe ich mir alles gemerkt, wie man anfängt. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Beim Vorstand anfragen. Was können wir denn direkt anfragen? Also ich baue immer gleich die Jugendeinrichtung auf. Umso eher wir anfangen, umso eher, wenn wir was genehmigt bekommen, umso eher ist natürlich auch fertig. Bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das versteht man trotzdem noch. So, deswegen haben wir gleich mal die Jugendeinrichtung verbessern. Sie arbeiten noch nicht zu lange schon. Jetzt kann man durch die Presse informieren. Dann ist der Vorstand sauer. Dann Pech haben wir immer direkt entlassen. Das sollte nicht Ziel des Let's Plays sein. So, jetzt habe ich immer noch nicht gelesen, was hier meine Ziele sind. Vertrauen. Wettbewerbe. Was wird denn verlangt? Dritte Liga. Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Na, das sollten wir schaffen. DFB-Pokal die erste Runde zu erreichen. Das haben wir schon geschafft. A-Union-Verbandspokal interessiert den Vorstand wenig. Brandenburg-Pokal interessiert den Vorstand auch wenig. Okay. Ich habe jetzt erstmal einen Vertrag über ein Jahr erhalten. Was ist das für ein Lied? Sieht so meine Schuhe aus. Chrono Trigger Robo Scene. Transfer-Update, Sergi Arimani. Also Leihspieler werde ich direkt wegschicken. Bei mir spielen keine Leihspieler. Denn die gehen ja nach der Saison. Also ich nehme dann, also meine Philosophie ist, Leihspieler nehmen den Spielern, die länger bei mir im Verein sind, den Platz weg. Ich hoffe, obere Tabellenhälfte sollte man vielleicht schaffen. So. Ich sag, Cottbus ist ein Verein mit einer wachsenden Geschichte. Interessant. So, Chronik betrachten. Schauen wir uns mal den FC Energie Cottbus an. Hier die glorreichen Erstliga-Zeiten. 2006 bis 2009. Dann abgestiegen in der Relegation. Und 2000 bis 2003. Mittlerweile, ja, noch hier in Liga 3. 2005 und 2016 stand dann Platz 19. Und damit der Abstieg. Schauen wir uns einfach mal ein paar Meilensteine an. Eine. Also ein bisschen wenig. Vor mir Vasily Miriota. Vernichtung 24.06. Abschied 5. Das ist jetzt durch den Emulator, durch den Football Manager so eingetragen. Eigentlich kam Miriota erst im Oktober und ist im März entlassen worden. Ich glaube, im März war das noch. Ja, also eigentlich wollte ich Leipzig nehmen, jetzt bin ich in Cottbus gelandet. Falsche Autobahnabfahrt genommen. Top-Torschütze Detlef Irrgang, schnellstes Tor Nils Petersen, mein Lieblingsfußballer. Leider derzeit nicht zu erreichen für uns. Ist echt hier so wenig eingetragen, das gefällt mir ja gar nicht. Thorsten Matuschka. Vom Alter jetzt. Jetzt wird das natürlich ein sehr, sehr emotionales Spiel, wenn ich Cottbus nehme. Also hier übrigens, man sieht das Logo, hier sieht man Bilder, das heißt, dass man die Grafik einführen hat, funktioniert. So. Ralf Gunnisch soll mal scouten. Ist das nicht der, der bei den Rocket Beans den ganzen Tag auf der faulen Haut liegt? Wir können ihn ja mal scouten. Für zwei Wochen, wir nehmen einfach mal den Scouting Pool. So,
sagt sie, willkommen Herr Lemkes. Ja, mit Spieler kümmern wir uns gleich. Jetzt machen wir mal alles nach und nach. Muss ich mal Taktik gucken, ob ich erstmal das. Ob ich die Taktik erstmal importieren kann. 4-2-3-1-2. Ne, das wollen wir nicht. Das hat schon mal nicht funktioniert, hier was zu importieren. Das bis zur nächsten Folge mal an. Es wäre ganz gut, wenn wir die Taktiken am Anfang gleich einstellen, dann können sie nämlich einstudiert werden. Kommen wir schneller voran. Dann machen wir jetzt erstmal alles andere. Fangen wir den Verein mal an. Nach dem Mitarbeiter war das. Also ich mache als erstes immer die Aufgaben verteilen. Also ich kümmere mich um den Sportdirektor, eigentlich kümmere ich mich um alles. Abgänge, ja. Also in der ersten Mannschaft mache ich eigentlich alles. Scouting-Aufträge für das Scouting-Team. Das kann von mir aus der Ralf Lemke machen. Weil ich gebe nur kurzfristig immer Scouting-Aufträge für Spieler raus, aber im Allgemeinen für Regionen, darum kümmere ich mich weniger. Wir sind derzeit noch in der dritten Liga, sollten wir wirklich aufsteigen? Oder ich werde das wahrscheinlich nach und nach immer mal so aktivieren und ausbauen. Aber jetzt fangen wir erstmal ganz gemütlich an. Allgemeines Training, das leite alles ich. Stammspieler. Kümmert sich um Teamansprachen. Setzt die gegnerischen Anweisungen. Das kann ruhig mein Co-Trainer machen. Ich gucke mir gleich seine Werte im taktischen Verhalten an. Pressekonferenzen mache ich selbst. Spielfit-Interviews halte ich auch selbst. Freundschaftsspiele mache ich. Trainingsberichtsratschläge. Ja, das machst du halt. Ist mir wurscht. Wichtig ist bei mir immer Taktik der ersten Mannschaft. Wird auch in der zweiten Mannschaft unter der U19 verwendet, damit die Taktik von den Jugendspielern gleich gelernt wird und dann, wenn ich so hochziehe, in der ersten Mannschaft adaptiert werden kann. So, Trainer der U19, das bin nicht ich. Ich könnte natürlich alle drei Mannschaften gleichzeitig übernehmen. Ja, das macht erstmal du, da werden wir gleich einen Trainer verpflichten, wenn wir das dürfen. Trainer der zweiten Mannschaft, das macht der René Riedewitz. Auch Taktik der ersten Mannschaft verwenden, verpflichtet Spieler für die B-Mannschaft. Das mache ich, aber Vertragsverlängerung kann ruhig der Roland Bellenschneider machen. Das kannst auch du machen und das machst auch du. Persönlicher Assistent. Kontakt werden über alle Spieler, ja, von mir aus. Was ist denn das für ein schönes Lied? Clonoa, Door to Phantomile, The Windmill Song. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich auch das RPG-Radio. In die Videobeschreibung. So, Leihgebühr sollte Prozent des Gehaltes, das ein interessierter Verein übernehmen soll. Standardmäßig 100%. Der darf dafür auch gegen mich spielen. Zurückbeordern von einer Leihe ist für mich immer extrem wichtig. Falls kurzfristig im Winter 5 Leute sich das Kreuzband reißen und ich habe noch 2 Leihspieler verliehen, die mir kurzfristig helfen können, dann hole ich sie zurück, registriere sie und dann können sie in der Rückrunde für mich spielen. So, Mitarbeiter und Tipps brauche ich erstmal keine. Sich auch noch ändern. Änderung bestätigen, selbstverständlich. Personalsuche, das machen wir gleich. Standardsituation, darum kümmern wir uns auch noch. Was machen wir als nächstes? Das Scouting habe ich eigentlich Ralf Lemke aufgegeben. Dann gucken wir uns erstmal die Mitarbeiter an. Wir können erstmal beim Vorstand kurz reingucken, wie es überhaupt schon kurz vor der Insolvenz stehen. Finanzen. Kontostand 7,5 Millionen. Also wenn die Maus zu sehen ist, ich bin gerade oben rechts beim Konto, oben links beim Kontostand. Das werden wir uns auch ab und zu mal angucken. Natürlich werde ich jetzt nicht alles einzeln ausrechnen, sondern hier unten ist alles aufgeschlüsselt. Wenn man das so sehen kann, muss man wahrscheinlich bei YouTube Vollbild machen, um das erkennen zu können. Ja, Transferausgaben, Budgets anpassen. Gehaltsbudget, Transferbudget. Derzeit haben wir gerade so noch Gehaltskosten, die unter dem Budget liegen. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Spieler verkauft, Schulden und Kredite. Wir haben keinerlei Schulden. Sponsoring. Das ist mir ein bisschen wenig hier eingebaut. So die Prognose. Das ist jetzt nicht die Prognose für die Tabelle, sondern die Prognose für die Finanzen.
Der Kontostand wird sich wohl nach oben entwickeln. Vorsicht, wir verkaufen jetzt keinen Spieler, kaufen keinen Spieler und wir verlängern keine Verträge. Das war alles nicht so wahrscheinlich. So, das ist die Finanzauflistung. Gucken wir mal ganz schnell in die zweite Mannschaft. So, jetzt habe ich natürlich überhaupt keinen View hier eingebaut. Ansicht importieren. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Sehen wir zumindest schon mal ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir hier Talent. Das ist die Berichtung, das ist der Bericht vom Co-Trainer für das potenzielle Talent des Spielers. Und jeden Spieler, den ich für gut erachte, werden wir jetzt mal in die erste Mannschaft hochziehen und eventuell nach Vorbereitungsende wieder in die zweite Mannschaft schicken. Philipp Wendt. Ja. Also ich finde, manche Werte finde ich immer erschreckend, aber dann muss ich mich daran erinnern, dass wir uns in Mitte der dritten Liga befinden. Ja, gehst du erstmal in die erste Mannschaft. So, Aftus Balc, der Torwartersatz, der geht auch in die erste Mannschaft. Rest ist eigentlich erstmal noch nicht so wichtig. Max Oberschmidt. Der ist natürlich als Torhüter noch besser, aber den mag ich nicht. Gucken wir erstmal in die U19. Das sieht alles ein bisschen schlecht aus. Gucken wir uns mal die vertragslosen Spieler an, ob da einer dabei ist, der noch keinen Vertrag hat, aber durchaus hilfreich wäre. Das sind alles Graupen, wie sie im Buch stehen. Wo wir zu wenig Spieler haben, mit der 19, darf man immer kein Hähnchen verpflichten. So. Und die Mannschaft kümmern wir uns später noch. Vor allen Dingen hier drum. Vertrag bis. Gibt es nicht bis zum Philipp Wendt, gibt es hier nur Einjahresverträge. Die werden wir alle mal verlängern. Also alle, die wichtig sind. Oder den jeweiligen Spieler verkaufen, wenn wir ihn nicht brauchen. Dann gibt es hier alte Leute wie Matuschka und Mörle, die haben natürlich längerfristige Verträge. Aber darum kümmern wir uns. Was machen wir weiter mit. Eigentlich können wir erstmal die Freundschaftsspiele arrangieren. Also, wir haben jetzt hier ganz viele Freundschaftsspiele drin. Das erste Spiel ist bei uns, also wir haben nicht den Originalspielplan. Wir fangen nicht zu Hause gegen Halle an, sondern in Würzburg. Na gut. Dann muss man alle Testspiele absagen, die hier drin stehen. Ich baue meinen eigenen Plan auf. Schweinfurt können wir nicht absagen. Dann nicht. Und was hier für Freundschaftsspiele drinstehen gegen die zweite Mannschaft von sonst wem? Warum soll ich gegen zweite Mannschaften testen? So. Schweinfurt und Würzburger Kickers. Da würde ich doch dazwischen nochmal so ein kleines Pokalturnier arrangieren. Wir nennen es mal den Sommercup. Wir spielen 90 Minuten. Wenn es dann unentschieden steht, gibt es direkt Elfmeterschießen. Und zwar suchen wir dazu drei Gegner. Die anscheinend alle nicht können. Das gefällt mir ja nicht. Laden wir ein paar aus dem Ausland ein. Aarhus aus Dänemark. Panathinaikos Athen, warum nicht? MFC Ustinat Labe. Das bringt danach was zu essen. So. 26. Juni beginnt die Vorbereitung. Ich würde mal sagen, wir machen am 30. Ich denke mal gleich, wird mein Co-Wirt eh fragen, ob ich nicht gegen meine Reserve am einen Tag später ein Spiel machen will. Dann würde ich mal sagen, am 27. werden wir demzufolge sowieso gegen die Reserve spielen. Dann werden wir mal am 2. Juli. Direkt ein schönes Testspiel gegen Heidenheim ausrichten. Und zwar zu Hause. Zweitligist, da sind wir dann. Ne, das wollen wir nicht. Also, da sind wir also kein Favorit. Zumal es ein Testspiel ist. TL heißt hier Trainingslager. Jetzt müssen wir mal gucken, wer im Trainingslager denn da ist, um gegen uns zu spielen. Deswegen kann man wahrscheinlich nur gegen Schweinfurt das Spiel nicht absagen. FC Emmen. Sagt mir leider gar nichts. FC Groningen. Auch nicht möglich. ASG Vorwärts Dessau. Den Gegner gegen den können wir uns hoffentlich warm schießen. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich einen Test gegen die zweite. Heidenheim, Dessau als drittes, Schweinfurt als viertes. Hier sind zwei, sind 5 und 6.
Würde ich am 20. Ne, dann war's das. Dann reicht das eigentlich an Testspielen. Kümmern wir uns jetzt mal ums Training. Das individuelle Training kümmern wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Taktik so geordnet haben, dass die Spieler wissen, welche Positionen sie bekleiden sollen. Ansonsten wäre es sinnlos, den Spielern jetzt Positionen zuzuweisen, die sie am Ende eh nicht spielen. So. Am Anfang wäre es relativ wichtig, dass wir Fitness, also ich trainiere ja vor der Saison immer Fitness mit hoher Intensität. Und dann wechsle ich mich eigentlich immer ab mit Ballkontrolle, Taktik und Automatismen. Oder hier gibt es Automatismen, gibt es hier gar nicht. Dann ausgeglichen. Denn wenn man nur Abwehr oder nur Angriff trainiert, bringt das in meinen Augen nichts, denn dann trainiert das ganze Team Angriff und die Verteidiger haben davon nichts, beziehungsweise beim Verteidigen haben die Angriffsspieler wenig davon. Ich meine, Verteidigen ist natürlich eine kollektive Sache, genau wie es Angreifen auch nicht nur von dem Stürmer oder den Stürmern vorgenommen wird. Aber grundlegend wäre es natürlich ganz gut, wenn die Verteidiger das trainieren, was viel häufiger nötig ist. So, Automatismen. Hauptfokus am Anfang, machen wir mal die Spieltaktik. Trainingsfrei Vorspieltagen gibt es bei mir nicht, dafür danach. Am Anfang ist sehr hoher Fokus auf Spielvorbereitung. Vor allem, wenn es gleich eine neue Taktik gibt. Ja, gut. Assistenztrainer. Genau. Die Mitarbeiter wollte ich mich sowieso gleich kümmern. Gucken wir uns den hier mal an. Was kannst du so? Heiko Kretschmer. Aha. Okay. Also ich suche jetzt erstmal einen neuen Assistenztrainer. Ich habe gar keinen Torwarttrainer, fällt mir gerade ein, oder? Ich habe gar keinen Torwarttrainer. Doch, habe ich. Heiko Kretschmer. Der da richtig schlecht ist, was Torwartwerte betrifft. Deswegen ich ihn direkt entlasse. Am Anfang bin ich nicht zimperlich mit Trainern. Bye bye, Herr Kretschmer. Also, damit ich nicht während der Saison Trainer entlassen muss und dann das Unruhe reinbringe, indem ich neue Trainer auf alte Positionen setze, lass mal das Karussell lieber vor der Saison drehen. So, Coaching-Attribut. Jetzt suchen wir mal einen neuen Torwarttrainer. Eine Bedingung sollte sein, dass er nicht angestellt ist. Ansonsten könnte er mitunter teuer werden. Lassen wir ihn zumindest mal aus der EU sein, damit er ein bisschen die Sprache spricht oder zumindest sich ein bisschen auskennt im Land. Wolfgang Kellner. Wie sieht's denn aus? Will er da ein bisschen viel Geld? Ja, von mir aus. Da haben wir schon mal unseren Torwarttrainer gefunden. Ulf Kirsten, eine Dynamo-Legende zu Cottbus, das wäre ja mal was. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier steht, wie viele Leute wir verpflichten können. Das sehe ich hier gar nicht, wo das steht. Aber sie steht irgendwo da. Sie haben schon fünf. Achso, Job Scout. Nee, Job Scout wollen wir nicht. Eins von fünf Assistenztrainer haben wir bisher. Nee, der will nicht. Ups, also der will nicht zu unseren Konditionen. Martin Hoffmann. Was ist mit dir? Oder wen nehmen wir? Matthias Scherz, alte Kölner Spieler. Ich würde jetzt eher sagen, wir nehmen mal, so wie erst keine erstmal Aufgabe, können wir noch Assistenztrainer mit hinschreiben. Zumindest nur die bekommen, die auch wirklich mich als Assistenztrainer sehen. Andi, dich mach, du bist nicht gut genug. Rodolfo Cardoso, alter Hamburger. Der würde auch kommen. Den würde ich auch nehmen. Noch einen defensiv guten Trainer.
Rob Edwards. Als Co-Trainer, das heißt, der wird wahrscheinlich teurer werden. Nee. Den kriegen wir nicht. Gary Carr. Jugendabteilungsleiter, das ist alles schon vergeben bei mir, Leute. Als Assistenztrainer würde er anfangen. Dann ist das doch eine vernünftige Sache. So, jetzt vielleicht noch einen, der im Fitnessbereich nicht schlecht ist. Tony Mee. Also ich kümmere mich jetzt gar nicht drum, was das für Leute sind und wo die herkommen, sondern... soll er Assistenztrainer machen. Also ich kann als Assistenztrainer dem Fitness, der Fitnesskategorie zuordnen. Oder ich lasse ihn direkt Fitnesstrainer sein. Da machen wir von mir als Fitnesstrainer, was soll es. Er will Assistenztrainer sein, dann machen wir halt Assistenztrainer. Gar nicht lange rumgezaubert hier. So, jetzt haben wir drei Leute eingestellt. Einen Torwarttrainer. Abwehr, einen Defensiv und einen. Achso, jetzt vielleicht noch taktisch wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir da einen einstellen. Carsten Behron. Ich kann mir mal meinen Co-Trainer angucken. Was sind denn deine taktischen Kenntnisse bei 10? Aber den würde ich erstmal lassen, der sieht gar nicht so schlecht aus. Wir brauchen eigentlich keinen neuen Co-Trainer, sondern eher einen, der fürs Technische zuständig ist, Carsten Behron. Der wird bestimmt teurer werden, wenn er sich überhaupt als Assistenztrainer verpflichten lässt. Ne, den kriegen wir nicht. Alois Reinhardt. Also den könnte ich ja verpflichten, aber Alois ist sowieso der Angler bei Pokémon, der 6 Carpador hat. Das ist so ein Name, der ist vorbelastet. Vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen, aber wir können es natürlich mal probieren. Der wäre billig. Billig ist immer gut. Oh meine Güte, hier. Meine Uhr hängt hier vor dem Bestätigen-Button. Ja, jetzt gucken wir gleich mal noch nach ein paar Scouts. Scouts. Mentale Attribute, Bewertung Fähigkeiten, Bewertung Potenzial. Thomas Kost. Wir haben derzeit noch gar keinen Scout. Das ist natürlich ein bisschen wenig. So, ich gebe jetzt einfach das Gehalt, was die wollen. Ob die paar Tausende kommt es nicht an. Wenn das natürlich eigentlich sehr, sehr schlecht die Idee ist, denn wir müssen eigentlich jeden Cent sparen. Und wir sind schließlich nur ein armer Drittligist. Ah, du kommst halt nicht. Ilmar Weiland. Gekauft. Malcolm Schott. Nehmen wir noch ein paar Ausländer. Die kennen sich vielleicht in ihren Regionen, wo sie herkommen, ein bisschen besser aus. Gekauft. Andreas Bremen. Der kommt bestimmt nie. Ein bisschen übertrieben gewesen. Ronny Rosenthal, ja, das ist ein cooler. Thomas Benschneider. Aber dann den Roland Benschneider, den Cottbus rausgeworfen hat im Laufe der Saison. Den werden wir jetzt nicht direkt wiederholen. Ja, so, was können wir noch nennen? Wen haben wir denn noch, dessen Name nach einer Region klingt, die wir noch gar nicht haben? Zum Beispiel hier Veselin Gerov. Teilzeit willst du arbeiten? Du bist so besoffen. Gut, gucken wir nochmal nach ein paar Physiotherapeuten. Wichtiges Attribut, selbstverständlich, Physiotherapie. Kai Friedmann. Wir haben schon einen Physiotherapeuten. Da gucken wir uns doch gleich mal an, wer das, was der so kann. Oliver Krautz. Philipp Gerzimisch. Gerzimisch ist gut, Krautz gefällt mir nicht. Bye bye.
Willkommen im Team, Herr Friedmann. Das dauert natürlich noch eine Weile, bis die kommen, aber nur so als Vorspann. So, jetzt können wir uns ja mal angucken, mit was wir uns hier so rumärgern müssen. So, jetzt gibt es bestimmt ein paar Spieler, mit denen ich direkt den Vertrag verlängern wollen würde, weil ich sage, auf denen möchte ich aufbauen. So, ist erstmal einer, der ist ausgeliehen. Können wir direkt das Leihgeschäft beenden, denn Leihspieler brauche ich nicht. Weg mit dir. Dann schieben wir mal zur zweiten Mannschaft, damit er mir hier aus der Liste verschwindet. Oh, Sven Michel wäre zum Beispiel einer der Top-Spieler, den ich gerne einen neuen Vertrag anbieten würde. Du kannst doch gerne mein Schlüsselspieler sein. Irgendwas im Hintergrund gerade geklickt. Nicht, dass wir hier dann einen Crashdump verursachen, weil ich wieder irgendwas nicht richtig angeguckt habe. So, bestehender Vertrag verdient derzeit 105.000. Der verlangt 275.000. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Also eine gewisse Gehaltserhöhung würde ich ihm geben. 135.000. Eieiei. Später mal drum kümmern. So ist Tim Häusler. Das ist ein junger Perspektivspieler, dem geben wir mal einen Vertrag, bevor er extrem durchstartet und dann eventuell nicht mehr zu halten ist. So. Wie sehr ich auf die Jugend setzen werde, wird sich zeigen. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie gut sie ist. So, Tim Häusler, du kriegst auch gleich einen neuen Vertrag. 2008. So. Philipp Bent. Da werden wir erstmal abwarten. Pascal Eichhorst. So. Da sehe ich die Attribute und sage, der wird in meiner Planung überhaupt keine Rolle spielen. Ich gehe direkt zur zweiten Mannschaft. Das ist ein Spieler, da sehe ich es direkt an den Attributen, dass ich den nicht brauchen kann. So, Johannes Zintel. Hätte ich fast gesagt, noch ausbaufähig, aber der Typ ist schon 21. Würde ich auch sagen, da tut es mir leid. Gehst auch in die zweite. Jonas Zickert, Robin Scharker. Robin Scharker natürlich. Linksverteidiger sind am Markt rar. Würde ich direkt mal einen neuen Vertrag geben. Der würde sogar verlängern wollen. Das ist ja interessant. Auch zu einer, ist sogar zu einer Gehaltskürzung bereit. Sven Michel kriege ich noch nicht. Christopher Schorch. Christopher Schorch ist vom Alter her auch einer, dem ich einen neuen Vertrag anbieten würde. Der will nicht. Renno und Hübner biete ich noch nicht an. Die sind alt. Gucken, wie weit die eine Rolle spielen werden in der Saison. Der Rest hat noch Vertrag. Okay. Nehmen wir die Kopie mal List One. So, jetzt haben wir drei Keeper im Kader. Also mal gucken, wo es den mangelt. Also wir haben irgendwie nur einen Stürmer. Ne, wir haben Busiane, Richard zu guter Pase und Sven Michel und Patrick Breitkreuz. Das ist jetzt doch kein so großer Mangel, aber wir haben insgesamt vier Spieler für die Außen. Ne, wir haben hier auch noch. Okay, warte mal, wir haben 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22 ist eigentlich eine Top-Größe für einen Kader, wie ich finde. Aber normalerweise 22, also ich sag mal, es fehlt vielleicht ein Feldspieler. Und wenn ich das richtig sehe, fehlt mir ein Innenverteidiger. Jetzt können wir natürlich mal auf den Markt gehen und gucken, was da sich so anbietet. Jetzt habe ich hier natürlich auch noch keine Shortlist. Vielleicht beim nächsten Mal anfangen, hier so eine kleine Liste zu erstellen, um die ganzen Views übersichtlich darzustellen. So Attribute. Nehmen wir mal defensive Attribute. Wir wollen schließlich, also Teuter war, denke ich mal, brauche ich nicht viel tun. Glück reicht definitiv aus für dritte Liga. Sparge kann ich ranführen und Renno, ja, Renno läuft irgendwann der Vertrag aus. So, jetzt gucken wir mal. Wir suchen einen Verteidiger. Nee, Schnellsuche ist falsch. Also. Wir haben natürlich kein Geld, um uns den Spieler zu kaufen, also Vertragsstatus ist abgelaufen.
Das wäre schon mal ganz wichtig. Er sollte nicht uralt sein. Sagen wir mal, Alter ist höchstens 31. Nationalität, ja, eigentlich erstmal egal. Wert, also ich tue schon mal alles ausbauen, was später vielleicht noch interessant werden könnte. Position, kann spielen als Verteidiger zentral. Alternativ noch, kann teilweise spielen oder kann nicht spielen. Kann spielen natürlich eine Teilmenge von, kann teilweise spielen. Erstmal so. So, jetzt gucken wir mal, was sich hier so anbietet. Tobias Nickenich. Das wäre doch mal einer, den können wir zumindest mal scouten. Glaube ich von Aue. Genau. Wäre sogar ein deutscher Spieler, müsste also nicht mal die Sprache lernen. Ralf Gunesch. Den scout ich, glaube ich, schon, ja. Josu Elliot. Wenn ich da bei Schnelligkeit und Kraft die Werte sehe, würde ich sagen, den nehmen wir nicht. Okay. Hier unten wird es dann wild und diffus, da müssen wir erstmal scouten. Stefan Habel. Von wo kommt denn er, damit ich einschätzen kann, wenn das Inner ist, der die ganze Zeit nur 5. Liga gespielt hat, dann wird er wahrscheinlich nicht viel mehr drauf haben. Er hat bisher 4. Liga gespielt. Den würde ich auch mal scouten. Man kann ja nicht schaden. Wenn er nicht taugt, wir müssen ihn ja nicht verpflichten. Dominik Reinhardt. Aber er ist von Augsburg. Kann der sich vorstellen, zu mir zu kommen? Eieieiei, 638.000, da brauchen wir gar nicht scouten, den kriegen wir nicht. So, also Stellungsspiel. Wichtig hier, Tackling, Deckung und Stellungsspiel erstmal. Eigentlich auch noch Konzentration, Antizipation, Kopfballspiel und der ganze Rest. Was sehe ich jetzt hier alles nicht? Marc-André Nimsch, wo kommst denn du her? FSV Duisburg, ja, das klingt doch schon sehr, sehr tiefe Liga. Ja, also ich brauche eigentlich nur noch einen Ersatz-Innenverteidiger, denn Schorig ist eigentlich nicht schlecht. Wimmerle ist zwar langsam, aber als Verteidiger perfekt. Thomas Hübner, naja. Weil noch die erste Saison nicht drum ist, werden wir mal nicht verkaufen. Ich würde mich auch nicht scheuen, Joni Kauko in die Innenverteidigung zu stellen. Das sollte ich erstmal umlernen. Okay, ich muss sagen, wir speichern mal kurz, dann machen wir mal einmal weiter. Beim nächsten Mal werden wir dann die Taktik erstellen und uns ein paar Views erstellen, also vom Kader, dass ich da das so sehe im Kader, wie ich das am besten finde. Also damit meine ich, dass ich hier die Attribute schön aufgelistet sehe, Vertragsdaten, Moral, also alles, was für mich wichtig ist auf einen Blick, dass ich nicht hier durchklicken muss und sagen muss, ich will allgemeine Infos sehen oder Berichte des Co-Trainers oder was auch immer. Dasselbe werden wir tun hier beim Scouting. Also hier sind auch die Listen wichtig. Da ist vielleicht was anderes wichtig als bei der Mannschaftsübersicht. Aber hier auch die Attribute auf einen Blick, Vertragsdetails vielleicht. Das schauen wir uns alles an. Beim nächsten Mal. Die Mitarbeiterübersicht könnte ich mir auch eventuell bei der Mitarbeitersuche noch ein bisschen vereinfachen. Gucken wir mal.
So, was ist mit dir? Ja, das brechen wir mal ab. So, einmal weiterklickt, so Saisonziele. Platzierung in oberer Tabellenhälfte, erste Runde erreichen. Das können wir eigentlich mal so lassen. Die Auslosungen sind alle so gekommen. Wir spielen in unserem selbst erstellten Pokal gegen Panathinaikos Athen. Griechisches Traditionsteam. Arimani haben wir wieder abgegeben. So, ich muss sagen, jetzt speichern wir. Der Plan für das nächste Mal steht und beim nächsten Mal werden wir einen Taktiker stellen. Vielleicht kommen wir auch schon so weit, dass wir mal ein erstes Testspiel machen. Mal gucken, wie die dann wahrscheinlich neue und komplett nicht eingespielte Taktik funktioniert. Wie viel ich von der Taktik jeweils erklären werde und wie viel ich einfach am Beispiel dann zeigen werde, wenn es eintritt, werden wir mal sehen. Was war das für diese Folge? Musikalische Untermalung werden wir sehen. Und ja, wir werden einiges sehen beim nächsten Mal. Grafische Wunderwerke können wir nicht erwarten. Dafür eine Match Engine, die jedes andere Spiel in den Schatten stellt. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal erhöhen wir dann den Action-Pegel ein wenig. Au revoir.